ich übergebe es mit den Zimmerleuten drauf. Mit Gunst und Verlaub. Hier steht gar herrlich anzusehen. Der Bauherr wird es gern gestehen. Das neue Haus stolz aufgericht. Brav tat jeder seine Pflicht, der am Bau mit tätig war. Man scheute Mühe nicht, noch Gefahr. Auf starken Mauern, fest im Grund, das Dachgesperr blickt in die Rund. In seines Holzwerks voller Pracht, recht als sein Meisterwerk gemacht, damit für lange Zeit zum Nutz, den Menschen bietet sicher Schutz. Gesegnet sei das neue Haus und die dort gehen, ein und aus. Der Bauherr und all die dort leben, soll nie ein Leid betrüben. Und allen, die dort unten stehen, denen wünsche ich Glück und Wohlergehen. Den letzten Schluck trinke ich zur Ehre des Handwerks, dem ich angehöre. Du Glas, zerschelle im Grund, gesegnet sei das Haus zur Stund. Gäste, hiermit begrüße ich Sie zu unserem Feste. Ein freudiges Ereignis ist das Richtfest heute. Versammelt sind auch viele Leute. Bedanken möchte ich mich hiermit bei all jenen, welche dieses Projekt ermöglicht haben. Ja, mein erstes Dank geht an die Vorbesitzer des Grundstücks, ohne welche wir hier gar nicht bauen könnten. Dann natürlich auch an alle, die mich als Investoren und als Sonstiges unterstützt haben, welche das Vertrauen hatten, mich bei diesem Projekt zu unterstützen und wussten, dass wir es auch hinkriegen. Und dann natürlich ein ganz, ganz großer Dank an alle Käufer, die, welche sich für unsere Wohnung entschieden haben und sich nun gemeinsam mit uns an dieser schönen Wohnanlage freuen. Auch sie haben sich getraut, sich nur anhand unserer Pläne für Ihre Wunschwohnung zu entscheiden. Danke für Ihr Vertrauen und lassen Sie uns gemeinsam und freudig auf das fertige Ergebnis schauen. Es ist ja jetzt auch schön, jetzt sieht man im ersten Haus schon, wie es fast fertig ist, wie es wirklich auch schön wird. Beim zweiten Haus steht ja das Gebäude auch und auch das wird zum gleichen Glanz erstrahlen. Also, ich hoffe, Sie sind alle zufrieden und froh. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier einen Blick ins Grüne raus tue, also geht mir selber übers Herz auf. Also schön. Dann natürlich ein großer Dank an unser Baubüro. Danke an meine Mitarbeiter, welche jeden Tag den vollen Einsatz für unsere Bauprojekte bringen. Ihr seid ein tolles Team. Es macht mich jeden Tag stolz, mit euch für unsere Kundschaft da zu sein. Einen großen Glückwunsch und Dank an unseren Architekt Marc-Peter Reit für den tollen Entwurf und die Planung der schönen Gebäude. An unsere Innenarchitektin Ulrike Trapp für die Planung und Betreuung des Innenausbaus, die ganzen Abstimmungen mit den Kunden, für die ganze Organisation und für deinen Einsatz. Sowie auch ein Riesendank an unseren Verkauf, an Frau Tanja Reit-Wicker, für Ihren tollen Einsatz bei unseren Kunden und ohne das würde auch alles nicht funktionieren. Also herzlichen Dank an mein Team, ich freue mich jeden Tag. Und ganz klar, der größte Dank und auch mein voller Respekt geht an alle Handwerker, welche das Gebäude auch wirklich erstellen. Wir können noch so schöne Häuser planen. Gebaut werden sie von euch, liebe Handwerker, vom Maurer bis zum Maler. Und alle Gewerke zwischendrin, die Gipser, die Trockenbauer, die Elektriker, die Zimmerleute und die Baggerfahrer, welche die Außenanlagen machen und das Ding wunderschön kriegen, die am Anfang angefangen haben, hier überhaupt erstmal das Ding herzustellen. Und ihr macht alle jeden Tag eine klasse Arbeit. Mich freut es auch, dass mein Sohn Nico hier einen Richtspruch gehalten hat. Und auch als Zimmerer zum Gelingen des Bauwerks beigetragen hat. Ich habe immer große Freude, über die Baustelle zu gehen und zu sehen, mit welcher Handwerkskunst hier alle am Arbeiten sind und die Gebäude entstehen.
Ja, in diesem Sinne schreiten wir nun zum Essen und Trinken und stoßen auf unser gemeinsames Werk an. Ja, danke für euer Kommen und frohes Beisammensein. Also, jetzt zum gemütlichen Teil und bis haben wir uns so viel.